Wachturm geöffnet, Upgrade-Standort entdeckt und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner mit dem Yankee. Ja, wir sind wieder unterwegs hier auf den schweren Transporten und wir haben ein Upgrade, Dingsbums und so weiter, Standort entdeckt. Da muss ich erstmal auf der Map gucken. Finde total cool. Und oh, das lohnt sich ja richtig. Boah, guck mal, ein Upgrade. Und ein versunkener Hummer. Hammer. Den kann man vielleicht auch, weißt du, fahren dann. Mhm. Macht das aber. Brauchen wir vielleicht dieses andere Ding, das Scout-Fahrzeug für. Mhm. Was wir uns ja auch schon leisten können. Ja, ich meine diesen Geländewagen. Ich glaube, ich mache mal das hier mit dem Fahrzeug davor. Ja, lass uns das auch gemeinsam dann erkunden, weil die Zuschauer sehen das uns nicht, weißt du? Ja. Gut. Ja, ich bin hier auch nur durchgefahren, weil das halt so auf dem Weg zu der Brücke ist, die ich eigentlich machen wollte. Ich habe auch schon gefühlt so 10% der Strecke in Richtung der Brücke nach da unten geschafft. Also, das ist, da muss ich sagen, also das Vorankommen hier, das ist unfassbar. Wo du gerade unfassbar sagst, es ist auch irgendwie unfassbar schwerer geworden, das Spiel, habe ich den Eindruck. Ist der eigentlich geladen? Stroh? Ach nee, das ist ein Kastenwagen, ne? Ist ja fast das gleiche. Stroh oder Kastenwagen. Von der Form her. So. Ja, muss man auch nicht so wählerisch sein. Ja, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir uns ein längeres Ding zulegen hier. So eine längere Winde, weißt du? Ich glaube, das ist schon ziemlich kurz. Eine längere Winde könnte tatsächlich helfen. Jetzt fährt er wieder nicht. Warum fährt er jetzt nicht? Übrigens, das geht auch andersrum. Und zwar, meine ich zumindest, wenn wir jetzt auf den Truck gehen. So. Licht an. Bremse los. So, und jetzt von hier nach da gehen. Geht das auch, ne? Wenn wir jetzt fahren, fährt er vor. Aber wir hängen so fest. Boah, 6 Liter pro Minute. Jetzt geht's ab. Wir hängen richtig fest hier. Ich hänge richtig fest, ey. Ja, ist mir auch schon passiert. Aber bis jetzt bin ich immer wieder losgekommen. Okay. Jetzt geht er. Ja, wollte ich auch mal zeigen. Also, so geht's auch. Dummerweise gleich der Tank leer hier. Dabei wollen wir. Also ich glaube schon mal, das ist keine gute Idee, mit diesem LKW und einem Anhänger hinten dran durch Schlamm zu fahren. So viel scheint sich hier schon mal feststellen zu lassen. Zuverlässig. Das ist halt nicht immer die Wahl, ne? Ja. Jetzt geht er. So, ja, also das geht wirklich sehr, sehr schnell vonstatten hier. Puh. Ich frage, wo ist denn dein Hammer? Das ist dein Hammer, nicht meiner. Kann das sein? Keine Ahnung, das kann ich jetzt. Also aber steht, ich kann es zumindest mal nicht ausschließen. Hier steht Yankee dran. Hm. Wäre so ein Idiot. So, wo muss ich jetzt hin damit? Also direkt hier vor der Polarbasis, war das, oder was? Ja, kurz vor der Polarbasis geht so ein Weg nach Westen. Da musste. Ein Weg nach Westen? Ich dachte, das wäre hier direkt vorne diese Missionszettel, wo du ja nicht weißt, was ich mit Zettel meine. Ja, natürlich weiß ich, was du mit Zettel meinst. Nee, der Zettel da vorne ist verlorenes Rohr. Da an dem Zettel vorbei und dann die erste rechts. Guck mal.
Ah, I see what you are talking about. Zuckerblätter. Dabei, dabei. Da muss ich da mal hin, was? Fahre ich schnell nach LKW abladen. Damit ich hier wieder Kapazitäten habe für Ziegelsteine. Aus dem Backsteinversand 24. Wer kennt ihn nicht? Das gibt es doch nicht. Ich komme ja einfach nicht hoch. Steckt mich hier echt fest. Wo steckt der irgendwie denn? Ach, mit dem. Mit dem höchst professionellen Scout-Fahrzeug. Mhm. Ich glaube, so ein Scout-Fahrzeug würde echt Bock machen. So richtig schön hochgelegt, mit dicken, fetten Reifen, Schneeketten drauf, lauter Musik, tiefer gelegten Scheiben. Ja, wenn ich ein paar Runden damit gefahren bin, hat der auch tiefer gelegte Scheiben, zweifelsohne. Also die liegen dann halt im Plus, ne? Mhm. Ja, irgendwo liegen die halt dann, ja. Wieso kann ich das andere Fahrzeug nicht mehr mitsteuern? Das ist echt doof. Immer. Ah, wirklich immer. Ja, die Kommentare übrigens häuften sich bei meinen Singleplayer-Folgen. Du kannst aber auch dahin porten. Du kannst doch einfach ein Menü reparieren. Du kannst doch dies, das. Ja. Das ist ja nicht so, als wenn ich das nicht weiß. Jetzt mittlerweile. Aber das Ding ist, wenn wir das nutzen, dann klicken wir hier, wenn irgendwas passiert, einfach im Menü rum und dann ist die Immersion aus dem Spiel ja vollkommen raus. Also ich habe jetzt den Eindruck, ich stecke hier tatsächlich wirklich richtig fest. Verwaiste Lieferung. Ja, wenn sowas passiert, dann musst du leider, ob du möchtest oder nicht, das Fahrzeug verlassen. Und evakuieren alle von Bord. Genau. Auch genau mit der gleichen energetischen Leistung, die du da gerade reingelegt hast. So. Anhänger ankoppeln. Das ist ja interessant. Keinen passenden Anhänger gefunden. Da habe ich mir doch gedacht, Motor abstellen. So, warum ich das jetzt auch immer so gemacht habe, man weiß es nicht. Maximal hier. Hm? So. Achtung! Ich wollte gerade sagen, Geld incoming, aber ich kann ihn nicht abliefern. Achso, der steht wahrscheinlich noch nicht. Hm. Wo steht denn jetzt mein Auto? Ey, Alter, wo ist mein Auto? Hä? Wieso kann ich das nicht... Nee, das muss gar nicht... Ach, da gab's die Aufgabe. Aber ich muss das doch woanders abliefern. Oh, Yankee. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich schätze mal, weil bis jetzt war das meistens so, dass da, wo man die Aufgabe kriegt, man auch abgeliefert hat. Aber es kann natürlich sein, dass das in dem Fall was anderes ist. Die müssen übrigens mal den Müll wieder rausstellen hier. Die Müllabfuhr kommt bestimmt demnächst. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Wenn du auf den Yankee hörst, ne? Ganz ehrlich. Ich mach das demnächst wieder selber. Das ist doch alles kein Geld hier. So. Das ist übrigens ein Schiebeplanen-Auflieger, ja? Wenn du das mitschreiben möchtest. Okay. Also da oben müssen wir hin. Aber das ist doch die Polarbasis. Na gut. Steht ja auch da, Lieferung zur Polarbasis, ne? Garderol. Sind wir ja hier heute von einer ganz schnellen Sorte. Hm? Wir hätten zusammen die Ziegel fahren sollen. Ich kann die nicht alleine fahren. Ich bleib in der einen Ecke da immer stecken. Das gibt's überhaupt nicht. Naja. Ja, ich meine, wenn du hinhältst, fährst du ja jetzt mit dieser KI oder so, ne? Wenn die halt, wenn ich bin halt Level 4. Probleme macht, dann... Ich kann ganz viele Upgrades bauen. Ich bin jetzt Level 4, ich kann jetzt ganz viele Upgrades benutzen. Entschuldigung, cool. Ich war gerade so geflasht. So, was? Bitte?
Wie? Ja, wenn du da Probleme hast, ich meine, ich kann ja jederzeit zu dir rüber springen. Ja, ja, nee, ja. Dann musst du sagen, ey, ich komm nicht rein. Ah. Gucken wir mal. Ich werde jetzt erstmal versuchen, wieder zurückzukommen. Den Anhänger anhängen und dann fahre ich zur Ziegelfabrik, was ich eigentlich schon vor 2 Folgen machen wollte. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geld gekriegt. Nämlich, achso, bin Level 4. 1200 habe ich jetzt wieder. Wow. Der Yankee, der gibt sein Geld ja nicht aus. Der spart das ja die ganze Zeit. Und enthält das unserem gemeinsamen Wirtschaften hier vor. Ich konnte nicht so viel ausgeben. Ging ja nicht. Das ist jetzt eigentlich dein Auto, ne? Nee, meins steht da vorne bei dem Haus. Nee, meins ist rot lackiert, dann ist das deins. Ja, dann kannst du mir helfen hier durch den Fluss. Achso, ich habe auch gleich schon keinen Sprit mehr. So, dann ey. Achso, du fährst jetzt mit dem Auto dich retten, oder was? Oder kommst du hier hin? Genau. Ja, das war meine Idee. Aber ich würde dir halt, wenn du da jetzt Hilfe brauchst, dann helfe ich dir kurz vorher. Ja, das mit dem Kurz wird. Das ist eine gewagte These. Ich glaube, wir sollten. Diese Viererladung-Zielsteine sollten wir zusammen machen, glaube ich. Ich hole den Hänger und dann fahren wir mit einem LKW und einem Scout-Fahrzeug. Aber deins ist ja schon abgegradet, ne? Also du hast ja jetzt ein besseres. Ja, ich habe ja den Motor abgegradet, ne? Wie viel das nützt. Das weiß ich nicht, weil wenn die Räder keinen Grip haben, dann haben die Räder keinen Grip. Ich habe, glaube ich, die Reifen mal verändert. Ich weiß aber nicht. Das ist schon ganz schön krass hier, ne? Ich frage mich halt, ob das schlimmer wird und ob das irgendwann so tief geht, dass da fester Boden wieder kommt, wo mal die Straße war, die ja 5 Meter abgesackt ist, weißt du? Ja, du musst ja weiter ein bisschen nach rechts fahren, weil da ist nicht so tief. Clever. Also ich bin hier durchgefahren mit dem gleichen LKW ohne Allrad. Wie? Das sind andere. Das sind zwei. Das eine ist ein GMC, das ist ein Fleetster. Das hier ist der Fleetster. Das ist eigentlich der bessere. Also auch von den technischen Basisdaten her der bessere. Ja, mich dünkt, wir haben ein Problem. Houston. Also wir kommen voran. Ja. Ganz langsam. Also man sieht das hier auch, ne? Wenn man jetzt ranzoomt, da sieht man das. Ja, da läuft was. Windenangebot angenommen. Ja. Das Ding ist, hier ist ja nichts zum dran festmachen, ne? Ist ja so. Vielleicht da hinten dieser Strommast, wenn er demnächst mit Reichweite ist. Wie gesagt, www.windenversand24.to. Noch 20 Liter im Tank, es wird spannend. Wo geht's hier? Geht's wieder raus, ne? Ja, den Hänger da hinten, ne, den habe ich geholt, siehst du? Der ist weg. Da war jetzt gerade eben die Mission für bekommen. Ja, weiß nicht, lass uns das machen. Lass uns die Ziegel gemeinsam holen. Vierer Ladung. Hier den hier mit Anhänger und dann ein gescheites Scout-Fahrzeug oder zwei. Also nicht Scout, sondern halt Rettungsfahrzeug. Vielleicht könntest du auch mit zwei von diesen. Haben wir da oben zwei davon? Nee, ne? Wir haben nur den einen. Weiß ich nicht.
Und du hast dich komplett festgefahren, oder was? Ja, ich habe mich wirklich ziemlich... Und da ist halt leider auch nichts, wo man dran winden kann, könnte. Hm. Das Gefühl, was man damit hat, oder dabei hat, ist so ein bisschen wahrscheinlich, wie es in der Realität wäre, wenn du dich festfährst, ne? Wenn es einfach nicht weitergeht. Wir hatten auf dem Hof mal einen Viehtransporter, der sich dann hinten bei der Hundehütte festgefahren hat. Der kam da nicht raus. Und dann, der war total verzweifelt, der Mann. Weiß ich noch, der hat Beruhigungstabletten gekriegt und alles. Der war nicht. Komm ich nie wieder raus, komm ich nicht wieder raus. Irgendwie aber auch, ich meine, wer fährt da mit dem Viehanhänger in die Hundehütte? Zum Wenden. Ist einfach nur so ein Stück da reingefahren. Und da war halt so matschiges Gras, zack. Eine große Hundehütte, ne? Ja, vor die Hundehütte. Meine Güte. Ah, ist das wieder anstrengend. Ah, diese Wortklauberei, Mensch. Was wollte ich denn jetzt? Achso, den Anhängershop holen. Anhängershop holen. Ja, ich schaff das eh nicht mehr. Mein Sprit ist gleich alle. 9 Liter. Ja, ich hab noch, sonst gebe ich dir was ab, wenn es nicht reicht. 8 Liter. Sieben. Ich geh aber schnell bei dir, du. 6. Wie er angestiefelt kommt. 5. Oh. Nein, stopp. Was denn? Was ist los? Ich hab jetzt mein... Nein. Ist jetzt mein Sprit bei dir? Ja, mein Sprit ist bei dir, dein Sprit. Aber komplett. Wieso denn komplett? Ich wollte doch nur ein bisschen. Ja, war doch nur ein bisschen. Und? Er ist halt zu weit weg, glaube ich. Tanken und jetzt den hier F nee, achso A, nee, A, A. Hä? So geht das nicht. Ich guck mal. Ich dachte, ich gebe dir mal so. Okay. Ja. Au, Entschuldigung. Ich dachte, boah, ich schieb dir mal so 10, 20 Liter rüber und dann macht der gleich die ganze Packung weg. Das ist ja unfassbar. Ja, aber jetzt haben wir ja hier in der Nähe auch nochmal eine Tankstelle entdeckt. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Da kann man ja rucki-zucki mal hinfahren, wenn man mal eben Sprit braucht, ne? Mhm. So, alles kein Thema hier. Jetzt zieht er sich wieder 10 Liter rein hier. Boah. Kraftstofftank-Upgrade wäre auch cool, ne? Eigentlich. Weiß nicht, ob es das gibt. So. Dann ruhig mal den Anhänger. Wir müssen auch heute mal tanken hier, ne? Jo. Leer. So. So. Gut. Sind wir voll, ne? Huch. Ja. Bombs. Einfach mal in den Chevrolet rein, ja. Chevrolet. Was? So, bum. Achso, ich hab die Mission jetzt nicht mehr an. Da fährst du ja eh vor. Jetzt.
Meinst du, du schaffst es auf einem Tank bis zu den Ziegeln und zurück? Naja, dann, wenn, sonst müssen wir dann. Sonst müssen wir halt nämlich den Anhänger mitnehmen. Aber dann muss ich halt den Chevrolet nehmen. Der ist ja ein bisschen weniger hilfreich. Ja, also www.klotzambein.de Wenden. Ja. Okay, das sieht gerade sehr witzig aus. Also der Anhänger, es sieht halt nicht so aus, als wäre der bei dir angekuppelt, sondern mehr so, als hätte der einen starken Magnet, mit dem er hinter dir herfährt. Oh nein. So, wo müssen wir denn hin? Wir machen... Einfach nach links. Nachschub für die Polarbasis war das, ne? Ja. Gut, und dann geht's gerade in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.